Da hätten wir also gedacht, wir wären mit Graz schon im Süden, aber dann werden wir noch weitergeführt. Willkommen bei Alles Film Diagonale, wo es aber heute um einen ganzen gar nicht sonnigen Süden geht. Das Regieduo Joachim Krenn und Gerhard Villay hat den Kontinent Europa hinter sich gelassen, um in New York in einem Film Noir ihr ganz persönliches Gotham City durchzuziehen. Ihr Film South wurde zum 12-jährigen Mammutprojekt, in dem die beiden für Drehbuch, Produktion und Schnitt ebenfalls verantwortlich zeichnen. Das hatte nicht nur künstlerische Gründe. Sind die beiden nach der auszehrenden Arbeit nicht nur Film, sondern auch Hungerkünstler? Ja, die Schwierigkeit war eigentlich immer von Beginn an, wie finanzieren wir. Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir nicht schon vorher probiert haben, das irgendwie aufzustellen, das Geld. Aber das Problem dabei war halt immer das, dass wir natürlich Jobs nebenbei machen haben müssen in der Zeit, weil wir haben beide Familien, beide zwei Kinder, und das ist natürlich extrem schwer, Geld eben zum Leben zu haben und dann genauso eben irgendwas anzusparen, eben um am Filmprojekt weiterzuarbeiten. Weil wir die ersten drei Jahre so gut wie selber produziert haben. Also da hat es überhaupt nichts gegeben in den ersten drei Jahren. Und das war so, der Kontrast ist einfach so heftig. Wenn du auf der einen Seite in New York zwei Monate bist und drehst und du gibst 50.000 Euro aus und dann kommst du zurück nach Österreich und du weißt nicht, von was du nächste Woche leben sollst. Wir hätten zwei Drehbücher schreiben sollen. Und an denen haben wir gearbeitet, zu der Zeit, wie wir in New York schon so uns mit der Stadt vertraut gemacht haben. Und während der Zeit ist plötzlich in Los Angeles eben ein Bankraub passiert. Und der war so heftig und so brutal, dass das wirklich überall in den Medien war. Also es war das im Fernsehen, in den Zeitungen, New York Times, also alle Zeitungen haben darüber berichtet. Und das war wirklich so stark, wie es zum Teil auch im Film, haben wir es einmal, dass da in dieser Auslage ein Fernseher läuft, wo diese Berichterstattung ist über den Bankraub. Und es war immer die Rede von zwei Bankräubern, von drei Bankräubern, die diese Bank überfallen haben. Und zwei sind dann erschossen worden vor laufender Kamera, die sind verblutet auf den Straßen. Und einen dritten haben sie dann einen ganzen Nachmittag gesucht, auf wirklich sehr heftige Art und Weise. Also die haben teilweise die ganze Umgebung evakuiert, um den zu finden. Und am Abend hat es dann plötzlich geheißen, es waren doch nur zwei. Und dann war der Gedanke bei uns da, was ist, wenn das nicht so war, wenn es wirklich angegeben hat, der es tatsächlich geschafft hat, da davon zu kommen. Und bei uns war immer der Gedanke da, es wäre einfach sehr cool, wenn man es schaffen könnte, eine europäische Erzähltiefe zu vermischen, zusammenzubringen letztendlich, mit einer amerikanischen Technik, was Dramaturgie betrifft, was Schnitt betrifft, was Filmmusik betrifft. Und Kamera betrifft, Kameraführung und Regie. Also das war so unser eigentlich ein Traum, den wir schon sehr lange gehabt haben. Why would you give me this book? Wednesday, 23rd of October, 9 a.m. Only a few more hours. Wednesday, the 23rd of October. My bus leaves this afternoon. I've cut my hair. Friday, November 1st. Hardly any wind. 3 weeks on her own. The humidity is heavy on my clothes and on my skin. Crossing Central America. I just woke up from a dark dream. She's a tough girl. Saturday, November 16th. Border crossing at Eagle Pass. Eagle Pass? A high fever. An old Navajo woman has given me a room. It's hot in here. I'm still cold. She didn't want to go back. Monday, November 18th. The last part of my journey. It's just started to snow. I'm pregnant. That's why she went back. I'm back in the States. She seems scared to go home. No more entries. Wir sind sehr glücklich darüber damit, eigentlich, dass das so bezeichnet wird. Eigentlich sehr stolz drauf. Das war immer irgendwie für uns, wie wir das erste Mal nach New York sind, genau. Dann war genau das war die Stadt für uns. Also wir haben das erste Mal diese,
dieses Gotham City gesehen und es hat geregnet und es war so vernebelt. Und wir haben dann auch noch, das war dann auch die Entscheidung, warum wir es in Schwarz-Weiß machen, weil davor haben wir halt immer in Farb gedreht, diese Kurzfilme. Und zusätzlich zu dem Grund, dass es eben irgendwie so diese Film Noir, diesen Film Noir-Touch hat, hat natürlich das Schwarz-Weiß dann auch noch so einen inhaltlichen Bezug, den man entweder mitkriegt oder nicht. Also es ist versteckt als kleines Puzzleteilchen innerhalb der Geschichte. Aber also wenn man aufpasst, kriegt man es mit, warum man eigentlich auch noch in Schwarz-Weiß gedreht ist. Dann. Ich glaube, dass es eine Geschichte ist, die wirklich so, ich glaube, zuerst ist man mal völlig überwältigt, zum Teil überfordert vielleicht, aber nicht nur, es ist einfach ein Sog, der einen komplett mitnimmt. Und das beschäftigt dann aber sehr lange Zeit. Und ich glaube, dass der Film so langsam seine Kraft wirklich entwickelt. Zusätzlich zu dem, wie sagt man, zu dem Verhältnis, was wir untereinander gehabt haben, das natürlich auch physische Probleme mit sich bringt über so einen langen Zeitraum, weil 12 Jahre gehen ja nicht spurlos an einem vorüber. Schwarz-Weiß hilft da zwar ein bisschen, aber natürlich nicht immer. Und wie wir dann rüber sind, macht uns der Hauptdarsteller die Apartmenttür auf und hat plötzlich 15 Kilo zu viel am Körper. Und das ist dann natürlich schon heftig, weil wir haben dann schon Equipment ausgeliehen, wir haben eigene Crew mitgebracht. Und der Dreh war ja schon geplant und er war am Anfang geplant eigentlich von dem Dreh. Und jetzt haben wir natürlich gedacht, das machen wir. Und haben als erstes mal seinen ganzen Dreh nach hinten geblockt komplett. Und der Joachim ist dann hergegangen und hat ein Fitnessprogramm zusammengestellt. Wir haben ihm Laufschuhe gekauft. Und Joachim hat in der Diät verordnet und ist dann eigentlich jeden Tag mit ihm laufen gegangen in einem Baseballstadion. Und das ist sich genau so ausgegangen. Dass er nach 6 Wochen hat er circa so 9, also nicht ganz 10 Kilo verloren gehabt. Und das hast du natürlich im Gesicht total gemerkt. Also da war wieder so wie sonst. Da hat er noch ein bisschen was drauf gehabt, aber das hat man eben nicht gewandt kaschieren können. Wir werden ja immer gefragt, sagen wir mal 12 Jahre, habt ihr nie gestritten? Und irgendwie ist das skurrilerweise nie passiert. Ja, also innerhalb, auch wenn es noch so eng geworden ist. Aber es hat für uns hat's einfach keinen Sinn ergeben. Also wenn wir schon jetzt so unter so einem Druck stehen und finanziell geht es uns eigentlich total dreckig und auch die Produktionsumstände und dann hast du keine Rechte und dann da hat es ja keinen Sinn, wenn du dir dann irgendwie in die Haut legst. Also wir sind immer Rücken an Rücken irgendwie gestanden und haben halt versucht, die ganzen Widrigkeiten, also denen halt irgendwie standzuhalten. Tomorrow morning there's a train leaving Grand Central Station for the north, to Moosonee. You stay in that train all the way to the end of the line. That's all. That's not possible. What did you expect? After everything that's happened,